Willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Wir sind jetzt dabei, die Triforce-Splitter zu sammeln. Und da habe ich mir auch schon ein bisschen Hilfe hier arrangiert. Via Internet. Aber ich bin ganz voll, das nachzugucken. Also mache ich erst einmal einen weiteren Splitter, den ich noch im Kopf hatte. Denn einige Sachen können auch selbst mit der Wahnsinnskarte ziemlich kritisch sein. Boah, ist ich gerade schon wieder was? Hatte ich gerade schon wieder was im Hals? Keine Ahnung, das ist mir im letzten Part schon passiert und danach nicht und jetzt wieder. Ach, egal. Jedenfalls, was ich sagen wollte. Einige Sachen können ziemlich kryptisch sein. Und deswegen habe ich mir da einen Guide zur Hilfe gezogen. Aber, ja. Ich meine, ist jetzt ja nicht so, als wäre das unmöglich, ohne Guide rauszufinden. Also, da habe ich schon andere Zeldas gesehen, die Schlimmeres machen. Zum Beispiel das erste Zelda oder das zweite Zelda. Also, ich bin mir gerade nicht sicher, hatten wir das Secret hier unten? Ich meine schon, oder? Oder? Ja, sicherheitshalber nochmal nachgucken. Ja, hatten wir schon. Okay, wollte nur noch mal nachgucken. Also, wo wir hin müssen. Das ist da oben, wo dieser Baum ist. So. Und mit unserem neuesten Upgrade, jedenfalls was das anbetrifft, können wir jetzt den Stein hier hochheben. Und in dieses Loch hier rein. Lesen. Verwunschener Irrgarten! Jener, der du den goldenen Splitter suchst. Er ruht in den tiefsten Tiefen der Finsternis. Ja. Hier bekommen wir einen Triforce-Splitter. Und das ist jetzt quasi wie der Duellkerker in Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Wir müssen hier ganz viele Gegner besiegen und wenn wir dann alle besiegt haben, kommen wir eine Etage weiter runter. Nein, hier gibt es 50 Etagen. Nach 30 Etagen bekommt man dann den Triforce-Splitter. Und wenn man dann die weiteren 20 auch noch macht, kriegt man ein Herzteil. Ich versuche jetzt erstmal die 50 zu schaffen. Die Sache ist nur, bei meinem ersten Playthrough habe ich halt auch versucht, die 50 zu schaffen, aber nach den 30 ersten Etagen bin ich versehentlich rausgegangen und habe mir dann gesagt, ach scheiße. Das heißt, die letzten 20 Etagen kenne ich nicht. Aber das hindert mich nicht daran, es wenigstens mal zu versuchen, oder? Ich glaube nicht. Ihr seht, das ist jetzt an sich keine große Herausforderung. Ja.
So, auch euch habe ich... Ah, nee, da ist noch einer. Dinge hier machen so nervige Geräusche, oder? Ah, dich hab ich nicht gesehen. Egal. Noch nicht mal ein ganzes Set Schaden genommen bisher. So gehört sich das. Ja, hier kann ich jetzt eigentlich nicht allzu viel zu erzählen. Nur Gegner, aber wir müssen hier sowieso rein, deswegen... Ja, lässt sich das nicht vermeiden. Ja, mir ist ein Gesprächsthema eingefallen. Nämlich diese Tech-Demo. Für den GameCube damals. Da gab es eine The Legend of Zelda Tech-Demo. Die hat gezeigt, wie ein... ...auf Time ähnlicher Link gegen Ganondorf kämpft. Und da haben sich natürlich alle sofort auf einen neuen Zelda-Teil für den GameCube gefreut. Und später kam dann aber dabei Wind Waker raus und da waren alle enttäuscht, allein wegen dem Grafikstil. Später hat man halt erkannt, dass auch Wind Waker ein schönes Spiel ist, aber einige Leute waren halt abgeschreckt. Ah, schon wieder diese Nervensägen, ich hasse diese Viecher. Aber tatsächlich ist Wind Waker das Spiel, das aus der Tech-Demo entstanden ist. Nicht wie viele dachten Twilight Princess, was dann ja später auch für den GameCube und für die Wii erschienen ist. Und jetzt ein HD-Remake bekommt, wo ich mir immer noch nicht sicher bin, ob ich mir das holen soll oder nicht. Keine Ahnung. Ja, so ist das jedenfalls. Ich glaube, ich hole mir das HD-Remake und verkaufe die Wii-Version. Die brauche ich an sich dann ja gar nicht mehr. Ja. Ich glaube, so mache ich das. Und ich verschenke die... Keine Ahnung, ich guck mal, ob jemand die haben will. Ich könnte die auch verlosen, aber ich weiß nicht wie. Also erwartet keine Verlosung. Ja, jedenfalls. In der Beta-Version von Wind Waker, oder besser gesagt in Testversionen, weil... Es gibt ja nicht nur Versionen, die Beta-Versionen sind, sondern auch einfach nur Dinge, um Dinge auszutesten. Ja, tolle Erklärung. Da gab es jedenfalls den Raum, wo Link und Ganondorf gegeneinander gekämpft haben. Den gibt es im Spiel. Aber er ist unbenutzt. Geplant, dass Link während des Spiels älter wird, ähnlich wie in Ocarina of Time.
Man weiß nicht genau wie, ob er einfach während des Spiels älter wird oder ob es auch so eine Zeitreisefunktion gibt wie in Ocarina of Time. Keine Ahnung, es war geplant. Es gab Skizzen für einen erwachsenen Toon Link. Aber die Idee wurde auch verworfen. So, das war meine Wind Waker Trivia für heute. Nee, der Part ist noch nicht vorbei. Komm her. Du bist auch keine Bedrohung für mich. So, das war's. Ich habe gar nicht mitgezählt, in der wievielten Etage wir jetzt sind. Naja, dauert wohl noch ein bisschen. Aber ich habe auch noch zwei Feen. So schwer sollte das jetzt also nicht sein. Hör auf, deine Babys auszukacken, das ist ekelhaft. Das gilt für dich auch. So viel Geld. Geld regiert die Welt. Oh, ihr seid auch Nervensägen. Oh, das war's schon. Na dann. Könnte natürlich auch, was Twilight Princess HD angeht, einfach die Wii-Version behalten, aber ich sehe dafür dann auch keinen Grund. Aber an sich ist die HD-Version ja schon die bessere, mit einem zusätzlichen Dungeon und Amiibo-Support. Ja, ich glaube, ich hole mir die HD-Version. Aber ich glaube nicht, dass ich die Let's Playen werde. Ich glaube, die würde ich dann selber erst einmal vorher durchspielen, bevor ich das Let's Playe. Denn ich habe nur die Wii-Version von Twilight Princess gespielt und das auch nur zur Hälfte. Ja, es gibt viele Spiele, die ich eigentlich nicht ganz durchgespielt habe, wofür ich mich auch schäme. Aber so ist das halt eben. Ich greife bei jedem Spiel, dass ich irgendwie haben will. Wenn ich sehe, ich greife sofort zu. Und das ist dann halt das Problem. Man hat dann irgendwann viel zu viele Spiele, die man alle spielen will. Und dann kommen immer neue Spiele raus, die einen ablenken. Und dann vergisst man, dass man die anderen Spiele noch nicht dann durchgespielt hat. Und so.
Und dafür schäme ich mich auch, denn ich würde die Spiele ja alle gerne durchspielen. Vor allem die Zeldas. Ich habe die meisten Zeldas durchgespielt, aber halt nicht alle. Und Twilight Princess ist halt auch ein langes Spiel, ne? An sich, wenn ich mich anstrenge, könnte ich es natürlich auch schaffen, die Wii-Version noch durchzuspielen, bevor ich mir die Wii U-Version hole. Ja, ich glaube, das versuche ich. Aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, so Twilight Princess in HD, das hätte schon eine hammergeile Atmosphäre. Nur bei dem ersten Trailer, der gezeigt wurde, war halt, hat mich die Grafik nicht so sehr überzeugt. Die sah nicht allzu sehr HD aus. Naja. Das kann ich ja auch natürlich so machen, dass ich erstmal die Wii-Version durchspiele und dann... Ich lasse mir einfach so viel Zeit, wie ich brauche und hole mir dann erst die Wii U-Version, verkaufe dann die Wii-Version. Oder behalte die sogar. Ich muss es mir nicht an Release kaufen, ne? Naja. Einfach mal abwarten. Ich glaube, ich setze mich dann nach diesem Part nochmal an Twilight Princess und spiele das noch ein bisschen weiter. So, wie weit sind wir denn hier jetzt hier? Nicht schon wieder ihr. Seht ihr, jetzt warte ich hier wieder auf den A-Knopf und er kommt einfach nicht. A-Knopf. Ich will nicht drücken. Das hätte Nintendo sich echt anders überlegen können, wie man die hier besiegt. Oh, jetzt habe ich schon meine erste Fee verbraucht. Wisst ihr, wie wir das machen? Ich glaube, wir holen uns in diesem Part jetzt nur den Triforce-Splitter. Dann mache ich zur Not noch die ersten 30 Dinger nochmal. Denn an sich wäre die Zeit jetzt schon fast vorbei.
beziehungsweise sie wäre jetzt vorbei. Ich hätte nicht mal mehr Zeit für die restlichen 20. Ja, dann mache ich jetzt die ersten 30 offscreen nochmal und dann holen wir uns im nächsten Part das Herzteil. Und da ist er. Also beende ich jetzt den Part und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.